Sie heute zu einem weiteren Höhepunkt unserer 1200-Jahr-Feier, dem Tag des Waldes, hier begrüßen. Es ist eine Bereicherung für Breitenwüßbach, dass die Audi-Umweltstiftung einen Teilbereich des ehemaligen Munnergeländes als Natur- und Umweltbildungszentrum mit der Hauptkomponente der Sicherung vielfach bedrohter Lebensformen fördert. Ich freue mich ganz besonders, dass sich unsere Staatssekretärin Melanie Hummel trotz Beurlaubung bereit erklärte, die Schirmherrschaft und die Eröffnung des Umweltzentrums Breitenwüßbach Klassenzimmer Nord zu übernehmen. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum 1200-jährigen Bestehen Ihrer Gemeinde. Bereits in einer 812 ausgestellten kaiserlichen Urkunde wird Breitenwüßbach als Gusibar zum Königshof Hallstatt gehörig erwähnt. Wenn man jetzt vergleicht, München wurde 1158 zum ersten Mal als Forum Apotronicum urkundlich aufgeführt. Aber Ingolstadt. Ingolstadt findet in der Reichserteilungsurkunde Karl des Großen das erste Mal Erwähnung, und zwar am 6. Februar 806. Wir stehen auf Augenhöhe. Unter dem Motto, die Zukunft sichern, hatte sich die Audi-Stiftung für Umwelt zur Aufgabe gemacht, ein nachhaltiges Mensch-Umwelt-System zu fördern. Wir freuen uns daher ganz besonders, heute mit Ihnen die Eröffnung des Umweltzentrums Breitenwüßbach Klassenzimmer Natur zu feiern. Eignet sich das Projekt noch hervorragend, um die Ziele der Stiftung umzusetzen. Wir sind aber vor allem liebe Kinder. Ihr wart jetzt schon ganz brav gewesen und habt uns so toll mit einem Lied begrüßt. Es war ganz, ganz spitze. Und es ist wirklich heute ein Fest und auch ein Fest für euch. Und danke, dass ihr heute am Samstag hier bei uns seid. Ich freue mich sehr darüber, bei Ihnen und euch in Breitenwüßbach sein zu dürfen. Wir haben uns heute zusammengefunden, um einen ganz besonderen Anlass zu feiern. Breitenwüßbacher Munna, so die regionale Bezeichnung für dieses Areal, auf dem wir uns befinden. Der Name lässt Rückschlüsse auf die vormalige Verwendung dieses Bereiches zu. Viele Jahrzehnte wurden hier militärische Aspekte verfolgt. Dass aus dieser Fläche etwas in Bayern wohl Einzigartiges gestaltet wird, hätte sich bis vor kurzem nur sehr wenige vorstellen können. In der Gartengemeinde Breitenwüßbach mehr oder weniger regelmäßig in dem Gebäude, um das Prinzip eines Waldkindergartens entstehen zu lassen. Aus diesem pädagogisch vorbereiteten Bauwerk zukünftig einen wertvollen Ort zu machen, in dem Kinder und Erwachsene zukünftig elementares Wissen über ihre Umwelt und der Kulturlandschaft erfahren können, war die komplexe Zielsetzung und des freien Engagements. Von den heute sichtbaren Zwischenergebnissen. Ja, stellt euch den Auto vor.
gut, dass wir gar nichts gemacht haben. Du gleich wieder ein Planer noch, oder ist das nur Musik? Und Ende vom Lied war, dass wir dann
Ach, sind die laut? Da hören wir ja die Fotos echt gerade.